Ja, hi. Vielleicht magst du erstmal erzählen, wie bist du überhaupt zu den Jusos gekommen und warum bist du immer noch da? Ich bin damals zu den Jusos gekommen mit 19 Jahren. Da bin ich gerade frisch nach Berlin gezogen und ich war schon immer ein politisch aktiver Mensch. Also ich war vorher Schulsprecherin und habe mich irgendwie in Initiativen engagiert, habe das dann auch in Berlin gemacht, also mich zum Beispiel in der Geflüchtetenunterkunft, in der Hochschulpolitik und so weiter. Aber irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht, sondern ich wollte mehr machen als alle 4 Jahre mein Kreuzchen auf dem Zettel, weil ich auch festgestellt habe, man kann zwar viele Forderungen aufstellen an die Politik, aber wer am Ende entscheidet, sind die gewählten Politikerinnen und Politiker. Und damit auch eben die Parteien. Und ich war unzufrieden mit dem Angebot, was ich an Parteien hatte und hatte den Eindruck, keine dieser Parteien macht wirklich das, was ich will und was mir wichtig ist und kam zu dem Schluss, da muss ich mich selber engagieren und bin mal zu einer Juso-Sitzung gekommen und das hat mir total gut gefallen, bin dann geblieben. Okay, Manuela Schwesig von der SPD, eurer Mutterpartei sozusagen, ist unter anderem Bundesjugendministerin. Stellen wir uns vor, in 5 Jahren hast du diesen Posten. Welches Thema stünde dann ganz oben auf deiner Agenda? Politische Bildung wäre, glaube ich, ein Thema, was ganz oben auf meiner Agenda stehen würde, weil in Ihrem Ministerium sind ja auch ganz viele Querschnittsressorts angesiedelt, also die macht ganz viel Migration und Teilhabe, die macht Kampf gegen Rechts und so weiter. Aber was ich finde, was halt so ein roter Faden ist, der durchläuft, ist halt eigentlich politische Partizipation und Bildung und Demokratie stärken. Und ich finde, da kann man halt eigentlich noch viel mehr machen. Es gibt halt total viele Schulen beispielsweise, wo überhaupt kein Politikunterricht stattfindet oder viel zu wenig. Engagement wird viel zu wenig gewertschätzt. Es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, sich da auch professionell unterstützen zu lassen, gerade auch für junge Leute. Und mir ist es ein total wichtiges Anliegen, dass junge Leute eben in der Politik aktiv sein können, ihre Stimme gehört werden muss und eben auch Politik für sich, aber auch für andere machen können und Politik auch lernen können. Und das muss Nummer 1 sein, würde ich sagen. Und wie sehr bist du da von den Jusos bereit, auch mit anderen Parteien beispielsweise zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Konzepte zu entwickeln? Oder sagst du eher, okay, wir haben die Antwort und das ist auch das Beste für die Jugend? Ich bin total bereit, da mit anderen zusammenzuarbeiten. Also bei uns Jusos ist es sowieso so, wir haben eine Doppelstrategie. Das heißt, wir machen sowohl irgendwie Politik in unserer Partei und in Parlamenten und probieren da halt Verbesserungen direkt durchzusetzen. Aber wir machen genauso eben Bündnisarbeit auf der Straße und probieren halt unsere Anliegen in großen, breiten Bündnissen auf die Straße zu tragen und dort auch eben für fundamentale Veränderungen zu wirken. Also wir sind eben Teil der gesellschaftlichen Linken, so sehen wir uns, und arbeiten dann natürlich zusammen mit Gewerkschaftsjugenden, aber auch mit Grüne Jugend und Solle zum Beispiel, also der Linksjugend, wenn es halt so um zum Beispiel Antifa-Arbeit geht. Wir arbeiten zusammen mit der Jugendpresse, mit ökologischen Verbänden und so weiter und suchen da halt sehr themenspezifisch auch eben immer die Zusammenarbeit, weil das ist total wichtig. Wir sind keine Einzelkämpferinnen, sondern nur wenn wir gemeinsam arbeiten, sind wir auch gemeinsam stark. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall für dieses Statement.